sadayatam sahagana ragunatam tam tam sachiva sadvaitam savadutam parichana sahitam krishna chaitana devam shri radha krishna pada sahagana lalita shivishakam vitamscha Divya Jnana Gratayate Srimati Paramatveti Swami Nasi Rupine Sharanagata Bhakta Pai Suda Bhakti Vitayine Visuda Bhakti Siddhanta Dhara Dhara Nisevine Vishnu Vadaya Krishna Prestaya Dutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Vishesha Sunavadi Asyadhyadi Sadarine Umahavandanaya Krishna Prema Pratayite Isnaya Krishna Chaitanya Namne Gorodvise Namah Umogo Brahmanaya Divayogo Brahmanahitaya Cha Chatatitaya Krishnaya Govindaya Namo Namah Lass mich ein Instrument deiner göttlichen Liebe sein. O Herr, lass mich ein Instrument deiner göttlichen Liebe sein. O Herr, lass uns ein Instrument deiner göttlichen Liebe sein. O Herr, lass uns ein Instrument deiner göttlichen Liebe sein. Shri Radharani, lass uns ein Instrument deiner göttlichen Liebe sein. Shri Radharani, lass uns ein Instrument deiner göttlichen Liebe sein. Inde Chai Chai, Upala Chai Chai, Radharmana Hari Gohi. Thank you.
hier mehr sitzt, das ist schöner. Gelbe Zettel. Der Vyasadev beginnt der Srimad Bhagavatam zu sprechen, indem er: O Sri Krishna, Sohn Vasudevs, ich bringe dir meine demütigen Ehrerbietungen dar. 18.000 Verse in 12 Bänden folgen. Also das ist das Erste. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Oh,
Wir haben in dieser Runde auch fast ein Geburtstagskind. Und der wünscht sich, der spielt mit mir schon 20 oder 25 Jahre, was auch immer. Und er wünscht sich immer die rosaroten Zettel. Die habe ich aber da auch nicht dabei. Aber ich habe sie mit. Wir bringen zwar einen Zettel Wirtschaft zusammen, aber das ist ein wunderschönes Lied. Das ein wunderschönes, also es sind eigentlich zwei Lieder. Das Geburtstagskind darf sich eines aussuchen. Das Lieder, die wir brennen. Dieses hier oder das andere? Das ist das. Oh, okay. Das ist, ja. Ich teile aus, okay? Ja. Meine Ratanalagai Radha Namaki. Das ist ein traditioneller Bridge-Basis-Song. Und man versucht jetzt einen Versuch, das ins Deutsche zu übersetzen. Sri Radha ist gegenwärtig in jedem Zwinkern meiner Augen und in jeder Locke meiner Haare. Jedes einzelne Haar ist durchdrungen von den süßen Namen von Sri Radha. Radha lebt in all meinen Visionen, in all meinen Vorstellungen und sie ist in meiner Sprache und ich verbinde jedes meiner Worte mit Sri Radha, mit dem süßen Namen von Sri Radha. Sri Radha befindet sich in meiner Halskette und ebenfalls in meinem Kleid und ich habe meine Nasenringe geschmückt mit dem süßen Namen von Sri Radha. Radha ist bei mir, wenn ich gehe und die Glöckchen des Scherpenbandes an meiner Taille lassen den süßen Namen von Sri Radhas erklingen. Radha ist zu meiner Linken und sie ist auch zu meiner Rechten, sie ist hinter mir und sie spiegelt sich in dem fließenden Rasa-Geschmack von Sri Radhas süßen Namen wieder. Radharani ist in jedem meines einzelnen Körperteilen, durchdringt jedes meiner einzelnen Körperteile. Sie begleitet mich immer und überall und Sri Gopal spielt auf seiner Flöte die süßen Namen von Sri Radha. Meine
ist ich nicht mehr fast, dass ich drei Lieder jetzt gespielt habe, wenn da so viele Bajananandis da drinnen sitzen in den Reihen. Wer möchte mal... Okay, dann. Please. So, bring down. You want to sit in the middle or you're in harmonium, whatever you like. No problem. In the mirdanga is not there, I cannot play tabla. With tabla I cannot sing. Tabla is a different thing. Actually. Vrishabhanusute Devi
pranamami hari priye pranamami hari priye pranamami hari priye Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Ram, Hare Ram.
Juhu. Auch kein Gruß mit Lama Sandkirchen. Der End auf schöner Bhagavatam, der Last, gell? Ja. Thank you.
Thank you.
lesen wir mal was. Dann lesen wir mal was. Wir lesen nicht einfach mal. Herzlichen Dank. Wir singen in erster Linie, aber manchmal tun wir auch kurz. Lesen. Bhagavad Gita, es ist noch nicht so lange her, alle Jahre wieder ist der Erscheinungstag der Srimad Bhagavad Gita. Das sieht man im Dezember. Und die Bhagavad Gita, stehen so viele schöne Dinge drinnen. Auf 700 Verse. Jeder Vers davon ist erleuchtend, jeder einzelne Vers davon ist erleuchtend. Es ist das spirituelle ABC in unserem Leben. Bhagavad Gita sagt zum Beispiel: Vorsicht, schon beim Betrachten der Sinnesobjekte entwickeln wir Anhaftung. Das ist dann eine schöne Versfolge, die dann kommt, wie es immer, wie diese Anhaftung entsteht und immer dichter wird. Oder an einer anderen Stelle steht, wir sollten sein wie der Lotus, der im Sumpf wächst und wo unsere Blätter einfach nicht berührt werden vom Sumpf. Ja. Handeln zwar da, aber soll es nicht in alle Richtungen da verstricken. Oder er sagt an anderer Stelle, bringe mir alles, was du tust, in Liebe und Hingabe da. So werde ich es annehmen. Das ist für mich ein sehr aufregendes Hingabe handelst, dass du ja, mit Krishna und auch in dieser Form in einer schönen Verbindung bist. Oder wieder in einem anderen, sagt er, ein wahrer Yogi sieht mich in allen Wesen. Eine selbstverwirklichte Seele sieht mich überall. Und er sagt auch, und da kommen wir zu einer schönen Geschichte, von vielen tausenden Menschen kennt mich kaum einer. Warum? Warum? Und da ist mir diese Geschichte in die Hände gefallen. Uddhava, ein ergebener Geweihter Sri Krishnas, fragte einst Sri Krishna: Herr, du bist allmächtig und kannst bewirken, was immer du wünschst. Wenn ich mich aber umschaue, so sehe ich, dass alle Menschen in dieser Welt Leid und Unglück von unvorstellbarem Ausmaß ertragen müssen. Viele sind restlos verzweifelt. Warum? Warum hast du nicht Mitleid und holst die gesamte Schöpfung in dein himmlisches Reich, wo ewige Wonne herrscht? Lächelnd erwiderte Krishna: Uddhava, mein treuer Freund, nichts lieber als das. Doch sie wollen nicht. Wie ist das möglich, fragte Uddhava. Das glaube ich dir nicht. So geh hin und frage die Leute selbst, schlug Krishna vor. Das ist wahrscheinlich die einzige Möglichkeit, um die Wahrheit herauszufinden, dachte Uddhava. Und machte sich auf den Weg. Und wie es der Zufall wollte, kam
kam ihm als erstes Lebewesen ein Schwein entgegen. Uddhava blieb vor ihm stehen und sprach es an. Hallo, lieber Freund. Jenseits dieser Erde gibt es eine herrliche himmlische Welt, in der es keine Schwierigkeiten gibt. Wenn du dort leben willst, bringe ich dich gern gleich dorthin. Kann man im Himmel Sex haben, mit wem man will? Fragte das Schwein und blinzelte Uddhava mit misstrauischen Augen an. Nein, im Himmel gibt es diese Sinneslust nicht. Dort herrscht wahre Liebe zwischen den Lebewesen, antwortete Uddhava. Nun bekomme ich dort wenigstens den leckeren Küchenabfall und das Schweinefutter, das ich hier zu fressen bekomme, wollte das Schwein wissen. Nein, sagte Uddhava. Dafür aber gibt es im Himmel etwas viel Köstlicheres. Ich glaube, es würde dir sehr gut schmecken. Das möchte ich bezweifeln, sagte das Schwein. Denn welche Speise kann schon besser sein als der Abfall, den ich hier esse? Mach, dass du weiterkommst. Ich habe keine Lust, in einem solchen Himmel zu leben oder auch nur mit dir darüber zu reden. Da dachte Uddhava, wenn schon ein armes Schwein so sehr an diesem Erdenleben hängt, was werden mir dann erst die Menschen erzählen, aus welchen Gründen sie lieber hier bleiben wollen? Und er sah hin, dass Krishna recht hatte. Ja. Wir haben jetzt einen schönen Vers aus der eigentlich den letzten Vers. Also der Bhagavad Gita steht hier, zwei Versionen. Es gibt unzählig viele schöne Versionen. Hier stehen zwei. Eine von einem Gottbruder von mir ins Deutsche übersetzt, diese dunkle. Und die andere kennen wir ja alle, die ist von A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Und den Vers habe ich, den Lila in Zettel gibt es eh noch, da gibt es den 1866. Nachdem er alles beschrieben hat, so viele schöne Dinge, die meisten kennen, die Bhagavad Gita, sagt er dann dieses. Und wir haben das in Sanskrit, also ein Schlüsselvers, also die Schlussfolgerung der Bhagavad Gita. Und dann haben wir es in Deutsch. Wie wir rhythmisch zusammenkommen werden, wir sehen. Sarvadamam Bharityacha Mamekam Saranam Raja Ahamvam Sarva Babebhyo Mukshya Shishyami Maam Sarvadamam Bharityacha Mamekam Saranam Raja Ahamvam Sarva Babebhyo Sarvadamam Bharityacha Mamekam Saranam Raja Ahamvam Sarva Babebhyo Moksha Shishyami Maam Sarvadamam Bharityacha Mamekam Saranam Raja Ahamvam Sarva Babebhyo Moksha Shishyami Maam Sarvadamam Bharityacha Mamekam Saranam Raja Ahamvam Sarva Babebhyo Moksha Shishyami Maam
Schatten von Religionen auf und ergibt dich einfach nur mir. Ich werde dich von allen Reaktionen befreien. Oh Freund, alle Arten von Religionen auf und ergibt dich einfach nur mir.
Ram. Yeah. Time ho gaya? No. Wie viel Zeit haben wir noch? Das Gute daran, please translate, das Gute daran ist, dass ihr mich so in die Spur gebracht habt, dass die Zettel, die ich vorbereitet habe, fürs nächste Mal jetzt gelten. Ja, die brauche ich jetzt nicht. Ich brauche ich das nächste Mal nichts kopieren. Das habe ich schon gemacht. Okay. Mercy come. Hey, Radhika.
Herzlichen Dank für euer Dasein. Danke dir. Herzlichen Dank. Es wird gesagt, wenn niemand kommt, du spiel einfach zu den Wänden, aber zu den Wänden ist es wesentlich. Ja, wesentlich ruhiger und jede Seele, die da inspiriert, ist einfach ein Stückchen näher zu Srila Krishna.